Ja, wir wollen das Ganze jetzt noch ein bisschen interaktiver jetzt auch noch vertiefen in einem Workshop. Da darf ich jetzt unsere beiden Referentinnen oder Expertinnen hier begrüßen. Zunächst zu meiner Linken Dr. Anna Gvilisiani. Sie hat deutsch-französische Studien in Bonn und an der Sorbonne in Paris studiert und ist inzwischen Mitarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Paris 8. Vier, okay. Vier, wie auch immer. Sie hat auch an der Universität Bonn und an der Sorbonne auch promoviert, und zwar mit einer Forschungsarbeit mit dem Thema über den Kampf um das freie Wort, in dem sie sich das jetzt in Kürze auch erscheinen wird. Und darin beschäftigt sie sich mit den deutschen und französischen Debatten rund um den Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Und zu meiner Rechten sitzt Maria Stemmler. Sie hat Rechtswissenschaft an der Universität in Freiburg und am King's College in London studiert und ist jetzt Assistentin an der Professur für Völkerrecht und öffentliches Recht an der Universität Basel und arbeitet in ihrer Doktorarbeit an einer Doktorarbeit, die sich rechtsvergleichend mit der Geheimhaltung staatlicher Informationen in Gerichtsverfahren in Deutschland und in den USA beschäftigt, und sie wird später darauf eingehen, wie Medienveröffentlichungen auch dazu beitragen können, konnten, die justizielle Aufarbeitung von Menschenrechtsverstößen nach 9/11 zu fördern. Genau, ich würde vorschlagen, dass wir mit dir, Anna, anfangen, dass du uns einen kurzen Input gibst und dass wir dann gemeinsam auch nochmal darüber diskutieren. Danach machen wir mit Maria weiter, und am Ende wollen wir dann nochmal gemeinsam die Rolle und die Verantwortung von Medien auch nach 9/11 diskutieren. Ja, Anna, erzähl mal, was sind deine Ergebnisse deiner Forschung zur Debatte rund um Charlie Hebdo? Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja? Nicht so? Naja. Ist an, glaube So, besser? Ja. Ich glaube, es deaktiviert sich nach einer Zeit auch. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Also Rolle und Verantwortung der Medien in Bezug auf 9/11, was ich eigentlich ganz spannend fand, und das war eigentlich auch der Auslöser für meine Arbeit zum Thema Charlie Hebdo. Wenn wir über 9/11 sprechen, dann kann eigentlich jeder irgendwie eine Geschichte erzählen und jeder hat die gleichen Bilder im Kopf. Und das ist kein Zufall. Also schon 2002 hat eigentlich der Historiker, der französische Historiker Jean-François Sirinelli 9/11 als Weltereignis beschrieben, also als ein Événement Monde. Und das ist also ein Ereignis, das sozusagen eine weltweite Sichtbarkeit hat, emotionale Reaktionen hervorgerufen hat, also auch auf weltweitem Niveau, auf einer sehr, sehr außergewöhnlichen Reichweite, und hat das da sozusagen aufbauend darauf dann einen großen Einfluss hatte auf weltpolitische Dynamiken. Also wir haben ja heute schon viel darüber gesprochen, welche Folgen 9/11 hatte in der Politik und so weiter. Und die Rolle der Medien ist in der Hinsicht eigentlich ja nicht nur vermittelnd, also dass es sozusagen um diesen Informationstransfer geht, sondern also nicht nur, sondern wenn wir uns jetzt fragen, welche Bilder haben wir eigentlich im Kopf, wenn wir an 9/11 denken, und woran liegt es, dass wir diese Bilder im Kopf haben? Also wir sehen ja alle so ein bisschen die Türme, diesen ganzen Rauch, die Flugzeuge und so weiter. Also vielleicht haben wir das damals im Fernsehen gesehen, vielleicht haben wir das erst im Nachhinein im Fernsehen gesehen. Woher haben wir diese ganzen Informationen? Und wir wissen aus der Kognitionswissenschaft seit den 70er Jahren, dass das ja kein Zufall ist und dass es so ein Phänomen gibt, das Blitzlichterinnerung heißt und das eben eigentlich von den Medien konstruiert wird, dass wenn Menschen von traumatischen Erlebnissen erfahren, dass sich das dann wie Fotografien quasi in der Erinnerung einprägt. Und diese Blitzlichterinnerungen sind oftmals sehr emotional und sehr, sehr subjektiv und nicht, ja, unbedingt wahrheitsgemäß eigentlich. Also wir haben immer das Gefühl, dass wir uns an diese medial vermittelten Erinnerungen sehr gut erinnern. Sie sind sehr detailliert, wenn wir die Bilder uns jetzt vorstellen.
Aber sie sind auch sehr, sehr subjektiv und sie rufen oft halt eben sehr starke Emotionen hervor. Und es gibt eben diese Hypothese auch aus der Kognitionswissenschaft, dass sozusagen permanente Wiederholungen dieser Bilder in den Medien auch dazu führen können, dass sie sich umso stärker einprägen, aber auch, dass diese Erinnerungen im Gehirn eigentlich veränderbar bleiben. Und diese Wiederholung und diese Rolle der Medien, diese konstruktivistische Rolle der Medien, wird eigentlich immer wichtiger, weil eben, also vor allem mit Blick auf die Globalisierung der Medienlandschaft, würde ich sagen, und auch auf die Frage hin, also was sind eigentlich kulturelle, kollektive Erinnerungen an traumatische Erlebnisse sozusagen über Gesellschaften hinweg, also transnational und in größeren Gruppen. Und wie gesagt, also mit Blick auf die Globalisierung ist eigentlich das sehr interessant, weil Informationen und Bilder vor allem eben ja durch das Internet natürlich viel weiter reisen. Und das war etwas, was man bei Charlie Hebdo beobachten konnte. Also ganz viel, ganz häufig wurde in der Debatte um Charlie Hebdo gesagt, ja, kein Wunder, dass es diese Anschläge gab. Früher wären vielleicht diese Karikaturen nicht so weit gereist. Und jetzt sind diese Karikaturen in Kontexten angekommen durch die Globalisierung der Medien, in denen man diese Karikaturen früher nicht gesehen hätte und haben dann eben Leute provoziert. Also das war ganz oft sozusagen eine Interpretationsfolie für die Gründe dieser Anschläge. Und dazu kommt eben, also zu dieser Globalisierung der Bilder, kommt eigentlich eben auch so eine Diversifizierung des Zuganges zum Sprachrohr. Also wie wir wissen alle, wir haben auch eben noch darüber gesprochen, dass sich das eben diversifiziert und dass es Positionen sichtbar werden, die früher nicht sichtbar geworden wären. Also ich glaube, wenn man über Rolle und Verantwortung spricht, aus dieser konstruktivistischen Rolle der Medien entsteht eben sozusagen eine globale Verantwortung, die diese Veränderungen im Blick hat. Und was man jetzt über Charlie Hebdo sagen kann, und ich glaube, das gilt auch viel für 9/11, ist, dass dadurch, dass sozusagen eine dominante Interpretation eigentlich um die ganze Welt gegangen ist, hat die, also einerseits das Freund-Feind-Dichotomien sozusagen konsolidiert, also die Anschläge wurden ja sehr schnell als Angriff auf die Pressefreiheit und damit als Angriff auf die Französische Republik gewertet. Und da wurde ganz schnell eigentlich die Frage gestellt, okay, wer hat uns eigentlich angegriffen und wer steht auf der anderen Seite, auf der Feindseite? Und das hat dazu geführt, dass eben durch diese Debatten, also ich habe mir vor allem die Zeitungen angeguckt, die die größten Auflagen haben und die größte Reichweite haben in Deutschland und Frankreich, dass durch diese Debatten ja kognitive Landschaften entstanden sind oder wie gesagt eigentlich konsolidiert wurden, die Leserinnen und Leser im Kopf hatten, die eben von einer Zweiteilung der Welt ausgehen, also wir, diejenigen, die Pressefreiheit hochhalten und die anderen, denen die Pressefreiheit egal ist oder denen die Pressefreiheit eigentlich ein Feind ist. Und da wurden Konfliktlinien sichtbar, die teilweise mit den Konfliktlinien von 9/11 auch übereinstimmen. Also wir haben vorhin den Talk über antimuslimischen Rassismus zum Beispiel gehört. Also das waren alles so Debatten, die es vorher schon gab, die eben durch diese Charlie Hebdo-Debatten nochmal aufgekommen sind. Also gerade die Kriegslexik, die wir gehört haben bei Charlie Hebdo, war sehr stark auch mit 9/11 verbunden. Ganz häufig wurde auch gesagt, Charlie Hebdo war das 9/11 der Franzosen zum Beispiel, mit natürlich den Implikationen, den politischen Implikationen, die das auch mitbringt. Also das wurden dann aus diesen Interpretationsfolien eigentlich natürlich so politische Handlungsableitungen oder politische Handlungsaufforderungen als Konsequenz gezogen, die dazu dann aufriefen, irgendwie den Krieg zu führen oder Menschen auszugrenzen, Menschen auch dazu zu zwingen, einen Standpunkt einzunehmen und so weiter. Also ich glaube, es hat viele Konfliktlinien ja wieder auf den Tisch gebracht, die dann wiederum, als dann die Bataclan-Anschläge waren im November 2015, nochmal verstärkt wurden. Ich habe jetzt leider gar nicht auf die Zeit geachtet.
Aber vielleicht würde ich hier einfach erstmal Schluss machen, dann können wir ja weiter noch darüber diskutieren. Ja. Ja, wir können gerne dann direkt in die Diskussion einsteigen. Ich hatte ja schon gesagt, alle können sich gerne auch melden. Wir haben hier ein Mikrofon im Saal und diejenigen, die online zugeschaltet sind. Also ja, vielleicht Maria, dann gehen wir erstmal. Wir würden jetzt vielleicht erstmal dabei bleiben, dann können wir später zu dem anderen Themenblock noch übergehen. Vielleicht erklärst du nochmal, was, oder sagen wir so, du schreibst ich hab mich in der Vorbereitung ein bisschen mit deinem Text befasst und du schreibst, dass diese binäre Weltsicht, die irgendwie nach den Anschlägen unmittelbar irgendwie so die Medien auch dominiert haben, dass die dann irgendwie mit der Zeit so ein bisschen kritisch auch reflektiert wurde, auch in den Medien selbst. Sagst dann aber trotzdem, dass sich dann letztendlich diese binäre Weltsicht und dieses Freund-Feind-Denken dann letztendlich durchgesetzt hätte. Wie kam es dazu? Was ist der Grund? Tatsächlich habe ich das analysiert in diesen Zeitungen, dass am Anfang gab es ja diese ganz starke Zweiteilung in die Gruppe, die gesagt hat, je suis Charlie, also die sich sozusagen bedingungslos solidarisch erklärt hat mit der Zeitschrift. Und dann gab es auf der anderen Seite diejenigen, die hauptsächlich in den sozialen Medien sichtbar waren oder in den sozialen Netzwerken über Twitter, die gesagt haben, je ne suis pas Charlie, also die sich eben nicht mit Charlie Hebdo solidarisch erklärt haben und die gesagt haben, nee, ja, okay, vielleicht sind diese Mittel, die Terroristen gewählt haben, etwas überzogen. Allerdings heißt es nicht, dass man sich mit so einer Zeitschrift solidarisch zeigen sollte, weil es sozusagen auch ja, Gründe gegeben haben könnte für diese Provokation. Und daraufhin haben dann eigentlich die Medien mit den ja sozusagen eher ja, Mitte rechts stehen, ganz ja, das kennt man ja eigentlich sozusagen mit dem Finger auf die Musliminnen und Muslime Frankreichs gezeigt und da auf diese sozusagen rechte Appropriation der Debatten haben dann andere Medien reagiert und haben gesagt, ja, wir sollten hier uns das nicht vermischen, den Glauben und den Terrorismus und wir sollten ein bisschen vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht sozusagen die muslimischen Bürgerinnen und Bürger mit in sozusagen so einen Generalverdacht stellen. Und das hat eigentlich zu so einem Konflikt zwischen eher ja, linken Zeitungen und rechten Zeitungen geführt. Das hat auch dazu geführt, dass dann, also weil die größte Pegida-Demonstration, die jemals stattgefunden hat, war die in der Woche nach Charlie Hebdo, also am 11. Januar war das, oder 12. Januar 2015 war das, an dem Montag. Das war die größte Pegida-Demo jemals und die stand sozusagen unter dem Zeichen der Solidarität für Charlie Hebdo. Also da haben sich dann die Pegidisten sozusagen mit Charlie Hebdo solidarisiert und durch diese rechte ja, Übernahme sozusagen, das wurde sehr stark kritisiert von der Mehrheitsgesellschaft und das hat dazu geführt, dass dann viele Leute sozusagen eine Lanze gebrochen haben für die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber das hat nicht sehr lange gehalten, weil sich dann Pegida auch irgendwann beruhigt hat weil dann glaube ich, als die nächsten Anschläge kamen im November, fing genau diese gleiche Debatte nochmal wieder von vorne an. Also das hat eigentlich diese Konfliktlinien eher verstärkt, als das irgendwie aufzulösen. Okay, also man kann sagen, dass eigentlich sozusagen in den Medien war es dann schon, wird kritisiert, aber sozusagen die allgemeine Stimmung oder sozusagen der erste Eindruck ist dann hängen geblieben, kann man das so vielleicht so ein bisschen so, ja. Also sagen. Die anderen waren dann trotzdem die anderen irgendwie, also das blieb tatsächlich erhalten. Ja, okay. Gibt es erstmal hier an dieser Stelle Fragen jetzt zu diesem Impulsreferat? Könnt ihr euch gerne melden, können Sie sich melden? Ja.
Ja, ich hätte sonst noch eine Frage, und zwar, wir hatten in der Vorbereitung auch schon drüber gesprochen, sozusagen vorangegangen war ja der Karikaturenstreit in Dänemark. Ich habe das noch so ein bisschen in Erinnerung, dass es da die Debatte dann doch noch ein bisschen anders lief, weil da ja dann auch, dann auch von Regierungsseite so ein bisschen Druck ausgeübt wurde auf die Zeitung. Und das war irgendwie bei Charlie Hebdo, hatte ich so den Eindruck, da war die Solidarität dann doch sehr stark und sehr, sehr deutlich. Kannst du da irgendwie erklären, wie es dazu kam oder was der Hintergrund dessen ist? Also ich glaube, dass die Frage nach den Karikaturen eigentlich sich sozusagen ein bisschen in Luft aufgelöst hat, direkt nach den Charlie Hebdo-Anschlägen. Also sehr, sehr viele, also eigentlich der Großteil der deutschen Zeitungen hat aus Solidarität die Karikaturen veröffentlicht. Und also diese Frage nach der Veröffentlichung der Karikaturen wurde eigentlich so eine Art Glaubensbekenntnis. Also man sagt, je suis Charlie, man erklärt sich solidarisch, aber dann müssen auch die Journalistinnen und Journalisten sozusagen den nächsten Schritt gehen und die Zeitung die Karikaturen auch mit abdrucken, um das sozusagen nochmal zu unterstreichen. Und ob man das jetzt abdruckte oder nicht, das wurde dann sozusagen zu so einer Art Test, ob man irgendwie dazugehört oder nicht. Also es gab eine total interessante Debatte eigentlich, die in der Türkei stattgefunden hat. Also Cumhuriyet hat das abgedruckt, die Karikaturen irgendwie eine Woche nach den Anschlägen. Und da gab es dann eine Razzia in den Redaktionsräumen. Das wurde dann verboten und so weiter. Und eine Woche später hat sich dann der türkische Premierminister mit Donald Tusk getroffen in Brüssel. Und da ging es eben um die Debatten, okay, kann oder nicht die Türkei Mitglied der Europäischen Union werden. Und Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates hat dann gesagt, ja, eigentlich sind alle Parteien dafür, allerdings sind EU und Türkei sich nicht einig, was die Karikaturen betrifft und was sozusagen Charlie Hebdo betrifft. Also das wurde dann sozusagen als Argument instrumentalisiert, um zu sagen, ja, dadurch, dass der Abdruck in der Türkei verhindert wurde, heißt, das bedeutet, dass sie eigentlich nicht europäisch genug ist. Also es wurde dann zu so einer Art Europäizitätstest, ob man diese Sachen abdruckt oder nicht. Und als dann die New York Times sich dagegen entschieden hat, ging die große Polemik los eigentlich, weil das dann nicht mehr diese europäisch-westliche Frage war, sondern okay, wie kann man da eigentlich diese Solidarität ausdrücken oder ist das vielleicht gar kein Marker von westlich sein oder Europäizität, wie man sich zu diesen Karikaturen verhält? Ja, vielen Dank. Gibt es eine Frage? Nee. Dann würde ich jetzt einfach erstmal übergehen. Wir kommen ja später auch nochmal auf die allgemeine Diskussion zur Verantwortung von Medien. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ich würde jetzt erstmal dich bitten, Maria, auch noch was zu deinen Forschungsschwerpunkten zu sagen. Und du hast dich ja damit beschäftigt, wie Medienberichterstattung auch insbesondere in Rechtsverfahren auch genutzt wurden. Und ich glaube, Holger Stark hat in seinem Input gerade schon so ein paar von diesen Berichten genannt. Vielleicht kannst du noch sagen oder uns erzählen, wie das dann von Gerichten oder in anderen rechtsförmigen Verfahren aufgegriffen wurde und wie da Medien sozusagen dazu beigetragen haben, Menschenrechtsverstöße aufzudecken. Okay, kann man mich gut hören? Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich würde jetzt einen kleinen Impuls zum Thema Medien, Staatsgeheimnisse und effektiver Rechtsschutz vorstellen. Die Zeit seit dem 11. September hat einmal mehr gezeigt, dass Staaten weite Informationsbereiche aufweisen, deren Inhalt vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird. Zugleich wurde deutlich, dass demokratische, rechtsstaatlich ausgerichtete Staaten bei der Bekämpfung des Terrorismus nicht vor der Begehung gravierender Menschenrechtsverletzungen zurückschrecken. Da solche Handlungen in der Regel von Sicherheitsbehörden vorgenommen werden, unterfallen sie zumeist dem staatlichen Geheimschutz. Wenn sich die Betroffenen derartiger Menschenrechtsverletzungen zwecks Wiedergutmachung um Rechtsschutz bemühen, stellt sie der Geheimschutz vor große Schwierigkeiten. Denn geheim gehaltene staatliche Informationen können nicht ohne weiteres in einem Gerichtsverfahren verwendet werden.
In diesem Zusammenhang kann der Tätigkeit der Medien eine wichtige Rolle zukommen. Üblicherweise führt die Veröffentlichung staatlicher Geheimnisse dazu, dass die Öffentlichkeit informiert wird und involvierte Personen und Institutionen zur Rechenschaft gezogen werden können. Im Hinblick auf die Menschenrechtsverletzungen nach 9/11 haben Medienberichte darüber hinaus eine andere, ebenfalls wichtige, aber wenig beachtete Informationsfunktion für den Rechtsschutz der Betroffenen erfüllt, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Dabei lassen sich zwei verschiedene Wirkungswege herausarbeiten. Zum einen haben Medienberichte dazu geführt, dass internationale Institutionen wie der Europarat oder das Europäische Parlament eigene Untersuchungen eingeleitet haben und Berichte zu den Vorfällen publiziert haben. Diese Berichte haben erhebliche Auswirkungen auf den individuellen Rechtsschutz entfaltet. Zum anderen sind Medienberichte selbst als Beweismittel vor Gericht herangezogen worden. Ich möchte Ihnen beide Wirkungsweisen anhand des Beispiels der von der CIA nach dem 11. September 2001 durchgeführten sogenannten Extraordinary Renditions näher erläutern. Bei diesen Extraordinary Renditions handelte es sich um die Verbringung von festgenommenen, terrorverdächtigen Personen von einem Land in ein anderes, wobei ihr Aufenthaltsort geheim gehalten wurde und sie keinen Zugang zu rechtlichen Schutzmechanismen und ihren Angehörigen hatten. Vor Ort wurden sie entweder durch die lokalen Sicherheitsbehörden in regulären Gefängnissen oder durch die CIA selbst in außerhalb der USA liegenden Geheimgefängnissen, sogenannten Black Sites, brutalen Foltermethoden unterzogen und verhört. Ursprünglich wurden die Extraordinary Renditions der CIA geheim gehalten. Tatsächlich fanden sich jedoch schon 2002 erste Berichte in der Presse. Es folgten weitere mediale Veröffentlichungen zum Vorgehen der CIA, darunter solche, die das System der geheimen Gefängnisse und Gefangenentransporte per Flugzeug zusammentrugen. 2005 wurde schließlich durch einen Artikel in der Washington Post bekannt, dass die CIA auch Geheimgefängnisse in Europa betreibt. Dieser Artikel und weitere Medienberichte wurden zum Anlass und Ausgangspunkt für den in Straßburg ansässigen Europarat, den Schweizer Dick Marty, mit einer Untersuchung der Vorgänge zu beauftragen. Dick Marty verfasste in der Folge mehrere Berichte. Sein Bericht vom Januar 2006 stützte sich zu wesentlichen Teilen auf verfügbare Medienpublikationen. Seine weitaus umfassenderen Berichte vom Juni 2006 und 2007 belegen vornehmlich seine eigenen Ermittlungen, nehmen aber ebenfalls Bezug auf Meldungen aus den Medien. Was aber folgt aus diesen Schilderungen für den Rechtsschutz der Betroffenen? Betroffene haben auf unterschiedliche Weise versucht, auf dem Rechtsweg eine Form von Genugtuung zu erwirken. Eine Reihe von ihnen hat vor US-amerikanischen Gerichten gegen Personen und Unternehmen geklagt, die an ihrer Verschleppung und Misshandlung beteiligt gewesen sein sollen. Dass dabei nicht die USA als Staat, sondern einzelne Personen bzw. Personengruppen verklagt wurden, ist den Besonderheiten des US-amerikanischen Staatshaftungsrechts geschuldet. Zu den Klagenden gehörte der Deutsche Khaled El-Masri, der aufgrund einer Verwechslung Ende 2003 von lokalen Behörden bei der Einreise nach Mazedonien festgenommen wurde, 3 Wochen lang festgehalten und anschließend der CIA für eine Extraordinary Rendition übergeben wurde. Im Gewahrsam der CIA wurde er misshandelt und per Flugzeug nach Afghanistan gebracht, wo er verhört und 5 Monate lang festgehalten wurde. Die Behandlung seiner Klage durch die US-Bundesjustiz ist exemplarisch. Obwohl er aufgrund zahlreicher nicht klassifizierter Beweismittel, Medienpublikationen und des Marty-Berichts von 2006 seine Verschleppung durchaus belegen konnte, wurde seine Klage in beiden Instanzen abgewiesen. Sie scheiterte am sogenannten State Secrets Privilege, einer Regelung, nach der geheim gehaltene Informationen nicht in einem Verfahren verwendet werden dürfen, wenn ihre Veröffentlichung die nationale Sicherheit gefährden könnte. Maßgeblich war dabei der Umstand, dass die mögliche Beteiligung der von ihm verklagten Personen nicht ohne geheime Informationen zu CIA-Operationen zu ermitteln gewesen wäre und diese Informationen durch das Privileg geschützt werden müssten. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, hatte El-Masri mit einer Beschwerde gegen Mazedonien mehr Erfolg.
Der Gerichtshof stellte 2012 mit der Großen Kammer einstimmig mehrere Verletzungen des Folterverbots und des Rechts auf Freiheit und Sicherheit fest, zudem eine Verletzung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens und des Rechts auf eine wirksame Beschwerde. Im Verfahren vor dem Gerichtshof spielten öffentlich verfügbare Dokumente eine große Rolle, darunter zwei der Marty-Reports sowie Medienberichte aus Mazedonien, den USA und dem Vereinigten Königreich, die sich alle mit dem Phänomen der Extraordinary Renditions beschäftigten. Sie wurden ausdrücklich in die Feststellung der Tatsachen mit einbezogen und waren somit mitursächlich für den Ausgang des Verfahrens. Neben El Masri haben weitere Betroffene der Extraordinary Renditions Beschwerden vor dem EGMR eingereicht. Unter ihnen seien Al-Abidin Mohammed Hussein, genannt Abu Zubaydah, und Abd al-Rahim al-Nashiri, die beide in einem CIA-Geheimgefängnis in Polen und zudem einem solchen in Litauen bzw. Rumänien grausamen Foltermethoden ausgesetzt waren. Beide befinden sich seit Jahren in Guantanamo. Dort haben sie zwar Zugang zu RechtsanwältInnen. Äußerungen zu ihrer Behandlung durch die CIA unterfallen allerdings dem staatlichen Geheimschutz, sodass sie dazu keine Aussagen vor dem EGMR machen konnten. Ihren Beschwerden gegen Polen gab der Gerichtshof 2014 dennoch einstimmig statt. In Ermangelung von Aussagen der beiden Beschwerdeführer und der Kooperation Polens stützte sich der Gerichtshof zu weiten Teilen auf andere Beweise. So wurden unter anderem Medienberichte und die Marty-Berichte herangezogen, um zu belegen, dass Polen bei der Unterstützung der Extraordinary Renditions auf seinem Territorium von den konventionswidrigen Praktiken der USA ausgegangen sein musste. Darunter unter anderem ein Interview von 2012 in der Gazeta Wyborcza, in dem der ehemalige Präsident Polens die Kooperation mit der CIA bestätigte. Auch in ihren 2018 entschiedenen, ebenfalls erfolgreichen Beschwerden gegen Litauen bzw. Rumänien spielten Medienberichte eine wichtige Rolle bei der Ermittlung der Kenntnisse des jeweiligen Konventionsstaats. Einen interessanten Impuls für den Umgang mit weithin berichteten Staatsgeheimnissen gab es zuletzt in einem Urteil des US Supreme Courts. Im Verfahren United States gegen Zubaydah wollte Abu Zubaydah erwirken, dass die von der CIA mit der Entwicklung der CIA-Foltermethoden und zum Teil ihrer Durchführung beauftragten Psychologen zu seiner Behandlung während seines Aufenthalts in Polen vernommen werden und Unterlagen vorlegen. Die so erlangten Informationen sollten einem polnischen Ermittlungsverfahren zu dem dortigen Geheimgefängnis als Beweismittel zur Verfügung gestellt werden. Die USA traten dem Verfahren bei und beriefen sich auf das State Secrets Privilege. Das Mehrheitsvotum des Gerichtshofs gewährte den Antrag der USA, das Auskunftsersuchen Zubaydahs müsse abgewiesen werden. Es sei bislang keine offizielle Stellungnahme zu einem möglichen CIA-Geheimgefängnis in Polen durch die US-Regierung erfolgt. Und die Bestätigung eines solchen würde die künftige Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten und damit die nationale Sicherheit ernsthaft gefährden. In Anbetracht der generellen Haltung der US-Justiz zum Schutz von Staatsgeheimnissen stellt dies keine Überraschung dar. Besonders interessant ist allerdings das vom konservativen Richter Neil Gorsuch verfasste und von der liberalen Richterin Sonia Sotomayor unterstützte ablehnende Sondervotum. Das Votum beginnt mit dem Satz: "There comes a point where we should not be ignorant as judges of what we know to be true as citizens." Also auf Deutsch: Es gibt einen Punkt, an dem wir als Richter nicht ignorieren sollten, was wir als Bürger wissen. Die fraglichen Vorgänge lägen zwei Jahrzehnte zurück, wären weitgehend deklassifiziert worden und Gegenstand von Berichten, Büchern und Filmen. Unter Verweis auf das Zeitungsinterview in der Gazeta Wyborcza, den Marty-Bericht von 2007 und die Entscheidung des EGMR im Verfahren Zubaydahs gegen Polen stellte Gorsuch fest, dass der Aufenthalt Zubaydahs in einem Geheimgefängnis in Polen allgemein bekannt sei und damit kein Staatsgeheimnis mehr darstelle. Zusammenfassend lässt sich nach alledem festhalten, dass Medienberichte eine wichtige Rolle für den effektiven Rechtsschutz Betroffener der Extraordinary Renditions vor dem EGMR gespielt haben, sowohl vermittelt über die Berichte internationaler Institutionen
als auch als direkt einbezogene Informationsquellen. Darüber hinaus hat das Sondervotum Gorsuchs eine weitere, bislang nicht anerkannte, noch fundamentalere Funktion von Medienberichten für Gerichtsverfahren skizziert. Indem sie staatliche Geheimnisse publizieren, könnten sie, insbesondere im Zusammenspiel mit weiteren Quellen, dazu beitragen, dass staatliche Informationen ihren Status als Geheimnisse verlieren. Ja, vielen Dank für diesen Einblick oder Überblick über Gerichtsverfahren, in denen solche Medienberichte verwendet wurden. Holger Stark hatte gerade eben erzählt, dass in den USA einige Berichte ja irgendwie auch zurückgehalten wurden für eine gewisse Zeit auf Druck der Regierung im Namen sozusagen der nationalen Sicherheit. Bist du da irgendwie drauf gestoßen, dass das auch irgendwie im europäischen Raum vorkam? Oder was gibt es da irgendwie Risiken, die man da auch als Medium eingeht, wenn man solche Menschenrechtsverletzungen aufdeckt? Also ich kann jetzt keine speziellen europäischen Beispiele nennen, wo Medien Berichte zurückgehalten hätten. Also gerade hier bei dem Thema ist es auf jeden Fall so, dass die angloamerikanische Presse doch meistens am nächsten dran ist an den Informationen. Was deutlich wurde, war, also Dick Marty hat bei der Erstellung seines Reports natürlich erstmal die Medien angeschrieben, die berichtet haben, um sie zu fragen, ob wir an ihre Quellen kommen kann. Und hat dann eben auch gemerkt, dass zum Beispiel dieser Bericht von Dana Priest in der Washington Post darüber, dass es in Europa Geheimgefängnisse gibt, da hatte tatsächlich wieder mal die Regierung interveniert und darum gebeten, dass die Länder nicht benannt werden. Und den Gefallen hat die Washington Post ihnen sozusagen getan. Das war aber nicht sehr erfolgreich, weil Tage später Human Rights Watch so publiziert hat, dass Rumänien und Polen auf jeden Fall im Verdacht stehen, solche Geheimgefängnisse zu beherbergen. Und wurde vorhin auch schon erwähnt, also Stephen Gray, der sozusagen nachvollzogen hat, wo bestimmte Flugzeuge immer wieder gelandet sind. Das war sozusagen dann die Spur, anhand der man noch relativ viel ermitteln konnte, egal wie viel abgestritten oder gebeten wurde, nicht zu publizieren. Was die Risiken angeht, das denke ich, ist wahrscheinlich in jedem Land. Gibt es irgendwelche Bestimmungen, die Staatsgeheimnisse derart schützen, dass auch die Presse Risiken ausgesetzt ist, wenn sie publiziert? Also wir haben in Deutschland in § 95 Strafgesetzbuch haben wir den sogenannten publizistischen Landesverrat. Das ist das Offenbaren von Staatsgeheimnissen. Aber das hat relativ hohe Anforderungen, die erstmal erfüllt sein müssen. Das Staatsgeheimnis ist in Deutschland in 93 StGB sozusagen definiert und die Definition ist relativ hochgehängt. Also da geht es um schwere Nachteile für die äußere Sicherheit Deutschlands und vor allen Dingen im zweiten Absatz dieses Paragraphen gibt es dann eine Bestimmung, die Informationen sind sozusagen keine Staatsgeheimnisse, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Und also wenn wir uns jetzt sozusagen theoretisch vorstellen würden, Deutschland hätte Extraordinary Renditions durchgeführt, dann müsste man wohl in Anbetracht dessen, dass Folter mit Artikel 1 des Grundgesetzes schon nicht zu vereinbaren ist, davon ausgehen, dass das kein geschütztes Geheimnis wäre und die Presse darüber frei berichten könnte. Ich glaube, es wurde vorhin auch noch kurz angesprochen in den USA, der Espionage Act, der gerne gegen Whistleblower eingesetzt wird. Das ist bis heute rechtlich nicht geklärt, ob er nicht auch gegen die Presse zur Anwendung kommen kann. Also es ist so ein sehr komplexes Konstrukt mit sehr vielen verschiedenen Bestimmungen, zum Großteil von 1917, teilweise ergänzt. Es geht eigentlich um Defense Information. Das heißt, man könnte jetzt sagen, das waren jetzt die Geheimdienste, aber Defense Information wird da auf jeden Fall etwas weiter verstanden. Und da gibt es auch Bestimmungen, die sozusagen unter Strafe stellen, dass man derartige Informationen überhaupt im Besitz hält oder sie weiterverbreitet oder sie auch nur weitergibt. Und da gibt es Bestimmungen, die tatsächlich auf die Presse angewandt werden könnten, aber inwiefern das dann mit dem ersten Amendment vereinbar ist, steht bis heute nicht fest. Das ist aber natürlich trotzdem für die Presse dann immer die Frage, ob man sich da in Gefahr begibt.
Andererseits kann man auch sagen, fast jede Administration hat in den USA dann auch gerne, also gerade die Obama-Administration hat zwar sehr hart Whistleblower verfolgt, gleichzeitig aber der Presse zugesichert, dass sie sie nicht strafverfolgen würde nach dem Espionage Act. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch solche Phänomene wie Journalisten werden festgesetzt, weil man ihre Informationsquelle wissen will. Und ich glaube, das längste waren dann 90 Tage Beugehaft, bis die Person sich sozusagen dazu durchgerungen hat, die Quelle rauszurücken. Das ist wiederum in Deutschland eigentlich nicht denkbar nach der Strafprozessordnung. Ja, das Thema Whistleblowing interessiert mich natürlich auch sehr als Projektkoordinator der GFF, deswegen würde ich da gerne auch nochmal drauf eingehen. Mittelbar ist natürlich Whistleblowing auch sozusagen, dient natürlich auch der Presseberichterstattung und sozusagen ein sehr hartes Vorgehen gegen WhistleblowerInnen kann man dann auch als Einschränkung der Pressefreiheit natürlich ansehen. Jetzt ist es in Deutschland konkret so, dass ja gerade ein Hinweisgeberschutzgesetz verabschiedet werden soll. Das war heute Morgen auch schon mal kurz Thema und das nimmt eigentlich genau all diese Bereiche, über die wir hier reden, von ihrem Schutzbereich aus. Also der Bereich Verteidigung ist ausgenommen, die Geheimdienste sind pauschal ausgenommen und dann werden auch alle Verschlusssachen auch noch ausgenommen. Und wir wissen, dass Verschlusssachen halt exzessiv produziert werden von bestimmten Behörden. Genau, also und da wäre jetzt meine Frage, waren Whistleblowerinnen und Whistleblower auch in diesen Verfahren, in diesen juristischen Verfahren vor dem EGMR beispielsweise, haben die da eine wichtige Rolle gespielt, beziehungsweise lagen die jeweils den Berichten, den Medienberichten zugrunde? Teilweise waren es ja auch öffentliche Quellen, ne? Du sprachst von einem Interview beispielsweise, das sozusagen verwendet werden könnte, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwelche Whistleblowerinnen entweder in den europäischen Administrationen oder in den US-Administrationen gab. Und war das dann ein Problem, diese Informationen einzuführen ins Verfahren? Das könnte ich mir auch noch vorstellen, weil sozusagen die wollen ja oft auch anonym bleiben und dann wird es schwierig, diese Informationen aus zweiter Hand sozusagen in rechtliche Verfahren einzuführen. Im Strafverfahren ist wahrscheinlich unmöglich, vom EGMR vielleicht eher möglich. Haben sich da die Gerichte mit auseinandergesetzt? Ja, also das ist natürlich wirklich diese Sache, dass beim EGMR wird ja kein Strafverfahren gegen ein Individuum durchgeführt, sondern eben eine Beschwerde gegen den Staat. Und dadurch verschieben sich, glaube ich, auch einfach schon mal die Maßstäbe. Und also der EGMR ist eigentlich in all diesen Verfahren, hat man auch den Urteilen wirklich angemerkt, wie unzufrieden er ist mit der jeweiligen Regierung. Also weil da wurde entweder, also ich glaube, Polen hat das sich besonders hervorgetan, indem sie ihm Geheimdokumente versprochen haben, aber nur, wenn er sich an die Regeln des polnischen Rechts hält, wie die geheim zu halten sind. Und da hat der Gerichtshof dann ihn mehrfach bescheinigt, dass er sozusagen die Hoheit über das Verfahren hat und wenn er ihnen Geheimschutz anbietet, dann sollen sie sozusagen auf seinen guten Willen vertrauen. Letztlich wurde dann gar nichts geliefert und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo, glaube ich, der EGMR dann sagt, da können dann sozusagen auch negative inferences abgeleitet werden, also sozusagen aus dem Verhalten der Regierung kann dann auch geschlossen werden, dass hier nicht kooperiert wird, nicht der Pflicht, ich glaube 38 RMRK ist es, mitzuwirken, nachgekommen wird. Und dann entsprechend werden dann eben nur Indizienbeweise herangezogen und die Indizienbeweise sind dann eben auch Presseberichte, sodass sozusagen der EGMR gar nicht losgegangen ist und dann die Presseberichte untersucht hat und dann die Presse angefragt hat, wie sie an die tatsächlichen Zeugen kommen, sondern dadurch, dass es so viele Berichte gab, gesagt hat, das ist ein ganz klares Verhalten, das war ganz offensichtlich, das reicht dann sozusagen schon. Also natürlich die meisten, also abgesehen jetzt von den Berichten, die sich anhand von Flugzeugbewegungen und Vorortbewegungen festmachen, sind ganz viele Informationen auf jeden Fall von Whistleblowern aus der Administration gekommen. Aber das wurde tatsächlich dann nicht aufgeklärt, wer das gewesen ist. Und für die Verfahren selber war es dann auch nicht entscheidend. Ich würde jetzt nochmal in die Runde fragen, ob es Fragen gibt. Wortbeiträge, Ergänzungen. Da hinten gibt es ein Mikrofon? Ja. Also dann hätte ich tatsächlich selbst eine Frage. Und zwar habt ihr ja jetzt beide geschildert, welche wichtige Rolle die Medien übernommen haben. Einmal, wenn es um den gesellschaftlichen Diskurs geht und in verschiedenen Rechtsverfahren. Und mich würde interessieren, habt ihr beide beobachtet, haben Sie beobachtet, welche Rolle Fake News
da jetzt spielen? Also wie beeinflussen die natürlich den gesellschaftlichen Diskurs? Ich denke, das haben wir ja alle in den letzten Jahren beobachtet, aber auch in Rechtsverfahren. Also wie können wir sicherstellen, David hat eben schon die Frage gestellt, wenn die Quellen nicht sicher sind, wie können wir sicherstellen, dass Fake News vielleicht nicht auch in diesem Bereich sogar zunehmend eine Rolle spielen und entweder den Wahrheitsgehalt von Medien insgesamt in Frage stellen oder sogar vielleicht selbst ein falsches Bild vermitteln können. Ich vorstelle, dass du vielleicht erstmal noch anfängst und dann gehen wir hier nochmal rüber. Ja, also beim EGMR, die Urteile sind wirklich interessant zu lesen. Die gehen von 150 Seiten bis 300 Seiten und da wird sozusagen Stück für Stück werden da ganz viele Berichte und verschiedene, also sowohl Berichte von NGOs als auch die Berichte von den internationalen Organisationen, die werden alle zusammengestückelt und dann noch abgeglichen mit möglichen Informationen aus der Presse, sodass sozusagen jetzt also entweder sind ganz viele Berichte falsch und man wäre sozusagen einem totalen Hoax aufgesessen. Alternativ, ich würde denken, dass sozusagen durch diese Vielfalt, die einbezogen wird, und dann wurden auch noch einige Expert Witnesses, also Sachverständige, darunter auch Dick Marty, herangezogen, um nochmal zu fragen, wie sie die Informationen zusammengetragen haben, wie sie da genau drauf kommen. Da würde ich schon sagen, dass das so typisch justizielle Feinarbeit ist, auch wenn es eben nicht wie im Strafverfahren mit der Ladung aller einzelnen Informationsquellen sozusagen erfolgt ist. Aber der Standard ist schon Proof Beyond Reasonable Doubt. Der EGMR nimmt sich raus, dass das nicht dasselbe ist wie in einem nationalen Strafverfahren. Aber trotzdem, dass man genau belegen muss, worum es wie geht. Und dann kommt eben noch dieser Aspekt rein, dass wenn die Regierung sich hinstellt und nur abstreitet und sagt, das war alles nicht so, oder im Fall von Mazedonien anbietet totale Märchen, die sich überhaupt nicht belegen lassen, dann wird irgendwie deutlich, dass sozusagen die Schwelle erreicht ist von diesem Proof Beyond Reasonable Doubt, also wie sagt man das auf Deutsch, Beweis jenseits vernünftiger Zweifel. Ja. Ja, Anna, was kannst du zu Fake News sagen? Vielleicht auch, also ich weiß nicht, wie das bei Charlie Hebdo war, aber in anderen Anschlägen oder jetzt auch im deutschen Kontext ist es ja durchaus üblich, dass irgendwie relativ schnell dann irgendwelche Neuigkeiten veröffentlicht werden und das kann sich dann ja auch festsetzen. Ne? Also das können ja auch irgendwie, dann wird dann auch von dem Herkunftsland einer Person irgendwie darauf geschlossen, was das für eine Motivation sein soll oder ähnliches. Was kannst du zu Fake News in der Terrorberichterstattung sagen? Also ich finde Fake News steht jetzt eigentlich in total einer spannenden, also eine sehr interessanten Spannung mit dem Thema Pressefreiheit und Zensur auch. Also ich glaube, wenn man sich überlegt, dass Pressefreiheit sozusagen so als Schutz, dass sozusagen Bürgerinnen und Bürger vor Eingriff des Staates in die Pressefreiheit eigentlich geschützt werden müssen und das Pressefreiheit eigentlich garantiert werden muss beim Staat. Und dann gab es, also glaube ich, genug Entwicklungen und ich meine, wir haben alle sozusagen die Bilder vor Augen, wo eben sozusagen staatliche Akteure eigentlich von Fake News profitieren und das eigentlich sogar unterstützen. Und ich glaube, vor allem diese Debatte, Trump irgendwie vorhatte, dann Twitter, glaube ich, zu verbieten oder solche Sachen. Ne? Also so, ich glaube, da ist eine ganz interessante Spannung zwischen, okay, wie wird Pressefreiheit eigentlich genutzt, wie wird Zensur eigentlich genutzt und wie wird das dann eigentlich auch quasi sozusagen genutzt, um Informationen zu vermitteln, die dann irgendwie politisch instrumentalisiert werden. Und ich glaube, gerade in so Terror, in dieser ganzen Terror-Thematik oder in der Debatte über Eigengruppen und Fremdgruppen ist, glaube ich, spielt Fake News eine sehr, sehr große Rolle, vor allem in Bezug auf diese Akteure, die einerseits politisch davon profitieren und seien das eben staatliche Akteure oder eben auch so irgendwelche rechte Gruppierungen und so weiter. Also ich glaube, das steht mit dieser Diversifizierung des Zugangs zu den Öffentlichkeiten in Verbindung. Und ich glaube, dass damit geht auch eine Verantwortung einher, dass umso gewissenhafter journalistisch zu arbeiten. Könnte natürlich, also
im gewissen Widerspruch zum irgendwie auch zu der Medienökonomie stehen, dass man immer schneller und immer, also es ist ja heutzutage, wenn irgendwelche Anschläge passieren, muss jedes Medium innerhalb von wenigen Minuten draußen sein und über alles Mögliche Bescheid wissen. Würdest du sagen, dass das begünstigt auch, dass dann irgendwelche Spekulationen erstmal aufgestellt werden und die sich dann aber, wie du sagtest, dann auch festsetzen können? Also dieses Blitzlicht, wenn man sagt, irgendwie, dann berichten die Medien und spekulieren erstmal über einen islamistischen oder muslimischen Hintergrund des Täters. Kann sich das dann festsetzen, obwohl es dann sich im Nachgang als völlig falsch herausstellt? Ja, ich denke, das kann sich insofern festsetzen, als das dann irgendwelchen Akteurinnen auch nutzen könnte, also politisch. Und ich glaube, was ich beobachtet habe in den letzten Wochen, also zum Beispiel auch im Kontext der Wahlen in Frankreich, da gab es sozusagen parallel zu dem Wahlkampf und parallel zu dieser Debatte zwischen Macron und Le Pen eigentlich so ein Live-Ticker Fake News von Le Monde, wo wirklich jede Aussage von beiden Kandidatinnen dann überprüft wurde. Und ich glaube, solche Formate sind eigentlich sehr, sehr, sehr hilfreich in der Hinsicht. Gibt es weitere Wortbeiträge oder Fragen? Sonst würde ich vielleicht erstmal noch an dich eine abschließende Frage stellen. Also du hast ja so ein bisschen das Spannungsfeld aufgemacht, einerseits Solidarität zeigen mit Charlie Hebdo, andererseits irgendwie sich nicht vor den Karren von irgendwelchen Rechtspopulisten spannen lassen auch. Hast du irgendwie einen guten Vorschlag, wie man dieses Spannungsfeld auflösen kann? Wie kann man sich solidarisch zeigen, ohne Gefahr zu laufen, dann irgendwelche rassistischen Narrative auch zu bedienen? Ja, ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, weil das vor allem auch einen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich aufzeigt, weil ich glaube, Deutschland hat sich sehr stark mit Charlie Hebdo solidarisiert, aber wenn man sozusagen inhaltlich reinguckt, ich glaube, Charlie Hebdo gibt es in Frankreich und nicht in Deutschland, weil die Gesellschaften auch anders, weil es eine andere gesellschaftliche Dynamik gibt, weil auch die Presse eine andere Rolle spielt, weil die Religion eine ganz andere Rolle spielt. Und ich glaube, also für mich persönlich, das war eigentlich, ich habe sehr viel dadurch gelernt, dass ich sozusagen versucht habe zu verstehen, okay, was ist eigentlich dieser französische Republik-Begriff und warum kann Charlie Hebdo in einer Gesellschaft wie Frankreich eigentlich existieren? Und ich glaube, das war aus deutscher Perspektive sehr einfach, das sozusagen so rechts einzunehmen, weil das nicht so ganz durchschaut wurde, warum eigentlich Charlie Hebdo in Frankreich ist und welche Rolle eigentlich auch dieser Republikbegriff und der französische Laizismus spielen in der Gesellschaft. Und das ist eigentlich auch sozusagen die Rückseite der Medaille, warum es auch zum Beispiel in den französischen Medien eigentlich sowas wie La Croix gibt, also eine bekennend katholische Zeitung, die aber trotzdem an dieser Republikdebatte mitmacht. Und das ist in Deutschland eigentlich viel mehr sozusagen miteinander verwachsen, also so christliche Kultur und Medien. Also so eine Partei wie CDU würde es in Frankreich niemals geben, ne? Und ich glaube, da muss man eben in diese Details gucken, warum diese Vereinnahmung stattgefunden hat und warum, also in wo diese die Gesellschaften unterschiedlich sind. Und dann kann man, glaube ich, sich solidarisch zeigen, auch mit der nötigen Kritik an diesem sehr vereinnahmenden Slogan, Just Be Charlie. Ja, vielleicht ergänzend noch dazu, also man muss ja, wenn man irgendwie über Pressefreiheit redet, muss man vielleicht auch in Europa auch immer noch dazu sagen, dass die ja erstmal sozusagen auch hier gegen beispielsweise das Christentum ja auch mühsam erkämpft werden musste und auch immer noch auch von dieser Seite von christlichen Fundamentalistinnen und Fundamentalisten auch angegriffen wird. Ist ja nicht so, dass das sozusagen, ne, also dass es dieses Freund-Feind-Schenken, dieses Innen und Außen, dass das an dieser Stelle halt völlig verfehlt ist. Maria, was vielleicht abschließendes Statement von dir, wenn jetzt keine weiteren Fragen aus dem Publikum sind.
Wie würdest du sagen, jetzt mal konstruktiv, wie könnte man den Umgang mit Staatsgeheimnissen jetzt auch in Deutschland oder in Europa, wie könnte man da irgendwie besser rangehen? Wie könnte man dazu beitragen als Politik, als Gesetzgeber oder als Regierung, mehr Menschenrechtsverstöße oder dass die leichter aufgedeckt werden können? Wie könnte man zum Beispiel die Gerichtsverfahren irgendwie, könnte man da was ändern? Es gibt ja also zum Beispiel das State Secret Privilege, das scheint im deutschen Recht, glaube ich, gibt es da jetzt keine unmittelbare Entsprechung, aber trotzdem stößt man ja auch vor deutschen Gerichten immer wieder an Geheimhaltungsvorschriften und gibt es da irgendwie Vorschläge von dir, wie man das angehen könnte? Ja, das ist jetzt eine recht große Aufgabe, der ich mich auch gerne widmen würde. Aber was man vielleicht als allererstes überlegen müsste, ist, wenn es Geheiminformationen gibt und die tatsächlich auch problematisch sind, also es können ja auch, also die Vorstellung ist ja möglich, dass meinetwegen Personen, die Informationen, die ganz wichtig waren zur Verbrechensbekämpfung, beigesteuert haben, deren Identität zum Beispiel später geheim gehalten werden muss, weil sie sonst akut in ihrem Leben bedroht sind. Das ist jetzt nicht völlig weit hergeholte Idee. Und da ist so ein bisschen die Frage, und das muss sich, glaube ich, jede Gesellschaft oder eben auch meinetwegen die EU, wobei alles mit National Security ist ja eigentlich keine EU-Zuständigkeit, also ist es momentan noch eine nationale Frage. Da muss man sich dann die Frage stellen, Richter und Richterinnen in Deutschland können sich diese Informationen angucken, um zu überprüfen, ob sie geheim gehalten werden müssen. Zumindest im Verwaltungsverfahren, im Strafprozessrecht ist es genau andersrum, da dürfen Sie sie nicht einsehen. Und da muss man sich im Verwaltungsprozess, könnte man sich natürlich die Frage stellen, ist den Betroffenen nicht eventuell eher geholfen, wenn die Informationen nicht nur ob ihrer Geheimhaltungsbedürftigkeit beurteilt werden, sondern auch, ob eventuell das Gericht sie sich anguckt und danach seine Entscheidung fällt, also tatsächlich ein In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache. Es hat ganz viele rechtsstaatliche Schwierigkeiten, aber wenn wir das jetzt zum Beispiel mal auf den Fall El Masri übertragen würden, annehmen würden, in den USA gäbe es dieses In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man eventuell zu einer Entschädigungszahlung gekommen wäre, während so ihm tatsächlich nur gesagt wurde, ist alles geheim, in den Urteilen steht dann auch jedes Mal drin, das ist überhaupt keine Beurteilung der Frage, ob hier rechtswidrige Aktivitäten vorgelegen haben, ob hier schwere Menschenrechtsverstöße da sind, wir müssen die Informationen einfach nur geheim halten. Und sozusagen, es gibt gute Gründe zu überlegen, ob für die Betroffenen dann das In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache nicht sozusagen die angenehmere Lösung gewesen wäre. Andererseits, das ist ganz wichtig im Rechtsstaat, die Öffentlichkeit des Verfahrens, dass man der Justiz über die Schulter gucken kann. Das sind sozusagen schwierige Konflikte, die da auszutragen sind. Und genau, also da stehen sozusagen noch viele offene Fragen im Raum. Ich glaube, jeder in Deutschland, der sich länger mit 99 Verwaltungsgerichtsordnung beschäftigt, sagt, dass es eine total ungünstige Vorschrift ist, dass sie nicht richtig weiterhilft und dass es eigentlich andere Lösungen geben müsste. Zum Beispiel im Telekommunikationsrecht gibt es da schon, dass im Hauptsacheverfahren in Kamera verhandelt wird, aber das ist eben auch so eine totale Randmaterie, da geht es jetzt nicht um Leib und Leben. Also ja. Andere Frage. Ja, vielen Dank. Das werden wir uns auch als Gesellschaft für Freiheitsrechte gerne mal als Hausaufgabe mitnehmen, dass wir uns mal das In-Kamera-Verfahren angucken werden und schauen, ob man da irgendwie durch strategische Klagen auch mal das noch ein bisschen verbessern kann. Also das ist ja tatsächlich unser Ansatz, dass wir strategisch auch solche Rechtsfragen identifizieren und dann mit Klagen vorantreiben. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich mich herzlich bedanken bei Maria und bei Anna. Genau, vielen Dank für euren Talk, für die Diskussion. Vielen Dank auch an alle, die hier waren, sich beteiligt haben, an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Und es geht jetzt gleich um 17 Uhr, glaube ich, geht es drüben im Hauptveranstaltungssaal weiter. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Danke.